Und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Reihenvorstellung von mir. Das kam ja jetzt schon länger nicht. Weiß ich gar nicht ehrlich gesagt warum. Wahrscheinlich weil ich keine Reihen beende, ich weiß es nicht. Aber ich habe es mal wieder geschafft. Und zwar geht es um die Sexy Dirty Reihe von Carly Phillips und Erica Wilde. Buchrücken sehen so zusammen aus. Wenn ihr mich fragt, jetzt nicht so der Brüller zusammen. Also klar, sind alles knallige Farben, aber irgendwie nicht so komplett meins. Aber bei mir ist es eh egal, die stehen ja alle nach Farben sortiert, von daher stehen die eh nicht zusammen. Die Bücher kosten jeweils 9,99 € und sind immer so 240 bis 270 Seiten oder so. Also sehr dünn. Was ich aber auch ganz gut fand, weil die sind richtig gut für zwischendurch. Ich sag euch erstmal, worum es hier mal allgemein geht und dann die einzelnen Bände nochmal kurz. In jedem einzelnen Band geht es um einen Bruder der Kincaids und die sind alle von Grund auf komplett verschieden, aber sehr eng miteinander verbunden, da sie eben auch die einzige Familie sind, die sie noch haben, die Eltern. Ja, ist schwierig, sagen wir es mal so. Ich will jetzt nicht spoilern, was mit denen genau passiert ist. Sie hatten alle keine leichte Kindheit und das ist dann auch so die Tiefe des Buches, also eben die Vergangenheit immer. Also sie wird schon behandelt, aber jetzt auch nicht so tiefgehend. Also ich meine, was will man bei 240 Seiten oder so erwarten? Aber ich fand es gut, dass sie da ist. Die Frauen, mit denen sie zusammenkommen, sind auch, also ist auch immer sehr problematisch, weil es auch immer irgendwelche Zweifel oder so gibt. Wie das halt immer so ist, ne? Also ich glaube, das ist ja irgendwo Standard bei Erotikromanen. Im ersten Band, Sexy Dirty Touch, geht es jedenfalls um Clay und er hat eine Bar und ist sehr dafür bekannt, allen zu helfen und lernt in seiner Bar dann Samantha kennen und sie ist von reichen Eltern und soll eigentlich verheiratet werden, worauf sie überhaupt keine Lust hat. Deshalb ist sie eben sozusagen von zu Hause weggerannt und dann in Clays Bar gelandet. Und eben weil er so hilfsbereit ist, kann er sie dann abends auch nicht rauswerfen, als sie komplett betrunken ist. Und so lernen sich die beiden dann kennen. Der zweite Band ist dann Sexy Dirty Pleasure und ich glaube, das ist auch der dünnste. Ah nee. Der dritte ist der dünnste. In denen geht es um Mason. Mason hat ein Tattoo-Studio und ist eher so der rebellische Bruder. Und seine Assistentin oder Sekretärin oder keine Ahnung, ja, sie regelt halt einfach sein Leben, ist seine beste Freundin Katrina. Und Katrina ist schon seit geraumer Zeit in Mason verliebt. Aber Mason checkt das halt einfach nicht. Aber als sie dann auf Junggesellenabschied in Las Vegas sind, kommen sich die beiden dann doch näher und ja. Im dritten Band, Sexy Dirty Desire, geht es dann um den vernünftigsten der drei Brüder und zwar, habe ich gerade drei Brüder gesagt? Ja, ihr werdet, wenn ihr es lest, wissen, warum ich das gesagt habe. Und zwar um Levi, der ist Polizist und jeden Abend auf Streife hält er immer in so einem Minimarkt, weil er eben, ja, die Verkäuferin sehr attraktiv findet. Und das ist Sarah, aber Sarah ist eben, ja, nicht sehr wohlhabend und eigentlich nicht darauf aus, eine Beziehung einzugehen. Aber es passiert ein Kriminalfall und Levi rettet ihr das Leben, indem er seins riskiert und dann verbringen die beiden irgendwie dann Zeit miteinander und so nehmen die Dinge seinen Lauf. Im letzten Band, Sexy Dirty Game, geht es dann um den vierten Bruder der Kincaids. Sein Name ist Jackson und er landet eines Abends in der Bar von Clay und fühlt sich direkt von der Barkeeperin Tara angezogen. Und Tara ist auch von ihm direkt angezogen und ist die Einzige, die ihm Vertrauen gegenüberbringt und ohne Vorurteile an ihn rangeht. Und das findet er vor allem auch sehr anziehend an ihr. Und als er dann später nochmal kommt, lädt er sie eben ein auf einen Kaffee und einen Donut. Und sie hat einfach das Gefühl, sie kann ihm vertrauen und geht dann mit und ja, das waren so die Anfänge der Beziehung der Jungs und ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten oder ich habe zu wenig verraten und ihr fragt euch jetzt so, hä? Ich muss sagen, ich fand diese Reihe
ja, sagen wir durchschnittlich. Also ich glaube, alle Bücher haben zwischen 3 und 3,5 Sternen von mir bekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es waren eben auch nie so herausragende Bücher. Also ich könnte jetzt euch auch nicht sagen, welches mein Lieblingsband ist, weil ich einfach keinen habe. Ich fand sie alle wirklich gleich gut und sie waren alle okay. Super für zwischendurch, wie ich schon gesagt habe. Die Brüder waren mir alle sehr sympathisch. Ich mochte sie alle sehr, sehr gerne. Aber ich war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich liebe dich. Also, ne? So war das bei mir nicht. Aber das liegt eben auch daran, dass die Seitenzahl so gering ist und man gar nicht richtig Zeit hat, sich in die Charaktere so wirklich zu verlieben. Aber es kommt eben auch drauf an, ob solche Romane einfach was für euch sind oder nicht. Das müsst ihr selber wissen. Sie sind auf jeden Fall alle in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr da gerne nochmal vorbeischauen. Und ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so Erotikreihen lest oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!